Hallo, ihr lustigen Menschen da draußen und herzlich willkommen hier zurück in Darkest Dungeon mit mir, dem Mr. Merp. Wir haben hier eine Säuberung durfte es sein. Und versuchen jetzt hier. Ey, da ist schon mal wieder Loot, 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 Loot. Versuchen uns jetzt mal hier durchzuschlagen. Ah, oh, verdammt. Zum Henker damit! Er hat sich infiziert. 2 Schaden pro Runde und das 3 Runden lang. Nein! Warum? Mir fiel gerade eben ein, dass ich das hier doch eigentlich auf ihn benutzen kann. Ah, ich bin so ein Held. Manchmal. Komm jetzt endlich vor. Sehr gut. Da will ich dich haben. Da machst du weniger Schaden. Oh, er bewegt sich dadurch tatsächlich nach hinten. Gifthauch heilen. Dein Held wurde vergiftet. Verwende das Gegengift. Ja, das tue ich jetzt auch. Auf die Idee kam ich gerade eben auch. Komischer Effekt, den ich irgendwie unheimlich finde. Ah, er kann jetzt tatsächlich nur das machen. Ja, damit kann ich arbeiten. So, Schmiedruf! Jawoll. 10 Schaden. Damit ist er quasi schon tot. Hier wird ausgewichen. Oh, der andere geht auch auf ihn. Nicht so cool. Weil so viel Leben hat er dann auch nicht. Ich muss ganz ehrlich sagen, seine Position ist dann doch eher etwas grenzdebil gewählt von uns. So, aber der kommt jetzt hier. Boah, 18 kritisch. Das hätte auch die anderen gewonnen hittet. So, gleich nochmal heilen. Die Gelegenheit nutzen, dass wir es können. Bam. So, Häufchen Elend. Oh Gott. Hey, der hat nur so einen Knüppel, macht 5 Schaden, ey. Das ist der Oberhammer. Wie macht er das? Komm, stun ihn mal. Sehr gut, dann können wir nämlich nochmal eine Runde heilen, wenn wir Glück haben. Du schlägst ihn jetzt nochmal hier diesen Leichnam kaputt. Wenn wir nochmal irgendwie eine Runde heilen dürfen, das wäre cool. Moment, jetzt machen wir mal das da. Hui, diese Fähigkeit haben wir noch. Oh, das betrifft ja alle, das wusste ich gar nicht. Ich dachte, das betrifft nur ihn. Das ist ja geil. Das ist ja cool. Das, wie gesagt, das wusste ich nicht, dass diese Fähigkeit alle betrifft. Blutiger Spaziergang. Halt sie nochmal. Ja, das hat sich gelohnt. Komm, und jetzt hau ihn weg. Oder auch nicht. Hau du ihn weg. Hau ihn weg! Kannst du nicht. Du kannst ihn nicht weghauen. Nein! Gut, dann buffen wir uns noch weiter nach oben. So lange, bis es nichts mehr zu buffen gibt. Problem ist, Ah, nee, wir dürfen sogar noch vorher. Cool! Und Tschüssikowski. Okay, wir haben tatsächlich gerade eben uns glücklich noch mal ein bisschen nach oben arbeiten können. As victories mount, so too will resistance. Ja, umso stärker wird die Gegenwehr. Hi, hi, ho. Und hinein. In die gute Stube. Sollen wir wie Monster in der Finsternis herumschleichen? Nein, sollt ihr nicht. Meine Güte, beschwert euch halt. So, jetzt gehen wir hier runter. Weil Loot. So. Barde, Amte deines Waldes. Oh Gott, giftige Dämpfe. Verdammt! Jetzt hat er nochmal einen negativen Effekt. Er hat jetzt Syphilis. Na großartig, er hat Syphilis. Das ist nicht gut. Nein, ist es nicht. Ja, wir entschärfen immerhin das hier. Das reduziert seinen Stress. Und dadurch haben wir das Gebiet hier auch. Das Lustige ist, jetzt gehen wir rückwärts, weil wir brauchen ja nicht dahin. Dann können wir nämlich von da nach da weitergehen. Hält uns jemand den Rücken frei? Wozu? Ihr lauft rückwärts. Ihr haltet euch selbst den Rücken frei, Leute. Ihr haltet euch selbst den Rücken frei. So einfach ist das Spiel. So. Fackel an. Und in diese Richtung weitergegangen. Schade, dass es wieder nicht geklappt hat mit dem Erkunden. So. Egal, der hat schon so viele Sachen, der kann auch noch mehr kriegen. Die Passagen des Buchs sind verstörend. Du sollst gucken, was da ist und nicht alles lesen, was du in die Finger bekommst. Hunger. Ja, wir essen was. So. Problem ist, wir können bald sogar, glaube ich, gar nicht mehr rasten, wenn es so weitergeht. Boah, ernsthaft, hey, Fackel, mach mich jetzt nicht schwach.
Schon wieder nix. Irgendwie habe ich mehr erwartet. So, jetzt gehen wir da erstmal da oben hin. Na? Na? Da ist wieder irgendwas. Jetzt darfst du mal gucken. Ja, kaum guckt er. Es ist einfach nur langweilig. Vielleicht kann er aber auch einfach nur nicht lesen. Man weiß es nicht. Wieder nix. Also irgendwie habe ich mir das mit dieser Ausräucherungsaktion anders vorgestellt. So, danach gehen wir da runter, dann da und dann da und so weiter und so fort. Ihr habt schon wieder Hunger, ihr habt gerade eben erst gegessen, seid ihr bescheuert? Sind das Hotspots oder was oder wie oder wo das passiert? Scheint fast irgendwie so zu sein. Dass es an festen Positionen triggert. Wäre irgendwie schräg. Ich hoffe, wir finden irgendwie noch Fressalien. Noch ein paar Erbstücke. Ah, zum Glück haben wir eine Spatin dabei. So, jetzt mal irgendetwas, was nicht langweilig ist. Na stimmt, hier waren wir ja schon mal. Ja, dann können wir jetzt auch genauso gut hier hinlaufen. Es wird... Oh, Menschen! Und wir sind erschreckt! Das finde ich irgendwie nicht gut. Er ist jetzt tatsächlich ganz vorne. Mach ihn... wir können einfach mal... Einfach mal einen von denen davor holen. Jawohl. Au! Tu das doch nicht! Ich sag doch, tu das doch nicht! Boah, wir haben jetzt natürlich hier die perfekte Kampfsituation, wisst ihr das? Blutungen. Blutungen sind gut. So, der blutet nämlich hier gleich nochmal richtig ordentlich aus. Oh Gott, der Kampf könnte jetzt extrem gefährlich werden. Der könnte gefährlich werden. Vor allem für ihn. Zuspruch. So, das ist jetzt wichtig. Oh Gott, die muss irgendwie nach hinten. Ach, du ahnst es nicht. Erleuchtung. Hand des Lichts. Erleuchtung, Erleuchtung. Fuck, plus 5. Ja, ja, komm. Vielleicht stirbt der denn demnächst. Im nächsten Tick dürfte der auf jeden Fall... Oh Gott. Wir müssen hier was machen. Die Blutung stoppen. Dann... Moment, holen wir dich auch noch nach vorne. So. Dann Erleuchtung. Der stirbt sowieso gleich. So, der ist geschwächt. Dann Ernte. Genau, der trifft beide. Sehr gut. Das war nämlich das. Nein, 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 nein. Boah. Alle ausgewichen. Jetzt haben wir ein Problem. Wir haben ein Problem. Ihn verteidigen. Schützen. Der ist tot. Dann drück doch mal vor. Wir brauchen dich. So. Buffs arbeiten und so, ne? Erleuchtung, komm. Dann ist der auch weg. Das wäre fantastisch, wenn wir jetzt irgendetwas tun könnten. Oh Gott, wir können ihn gar nicht heilen. Wir können ihn nicht heilen. Oh nein, und er weicht aus. Nein. Oh Gott, er greift zum Glück jemand anders an. Wir hätten ihn jetzt verlieren können. Das hätte sein Ende sein können. Nichts kann mich aufhalten. Und er heilt sich einfach selber. Ich mag ihn. Also wenn der mal mutig ist, ich mag ihn. Komm, mach nochmal. Du kannst gerade eben sowieso nichts anderes machen. Ich möchte, dass er definitiv weiter nach vorne kommt. Boah! Brenne in der heiligen Flamme! Wuff! Das war Hardcore. Kann ich eigentlich das hier jetzt mal machen? Nee, kann ich nicht. Awesome. So, Truppe ist eigentlich schon halb tot. Eine tödliche Krankheit. Was hat er sich jetzt eingefangen? Nervenbündel, hä?
Krankheiten steht gar nichts dran. Ist irgendwie doch nichts passiert. Es wird wieder dunkel. Herrlich. Oh Gott, wir sind tot. Habe ich schon erwähnt, dass wir tot sind? Wir sind definitiv tot. Ah, natürlich. Der muss sich wieder setzen. Herrlich. Super toll. Ole, ole. So, erstmal hier gestärkt. Na, 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 na. Lass doch den Quatsch. So, wichtig ist jetzt, dass hier Leute geheilt. Wobei, wir könnten eigentlich jetzt auch mal versuchen, sie so schnell wie möglich wegzumachen. Der ist jetzt betäubt. Der darf nächste Runde definitiv jetzt schon mal nicht. Das heißt, wir gehen jetzt auf ihn hier. Boah, zum Glück geht der auf ihn. Boah, macht natürlich auch 8 Schaden. Nein! Boah, der ist schon wieder jetzt dem Tode nah. Ich möchte den da hinten bitte... Er weicht aus. Na, großartig. Jetzt tausch mit ihr mal den Platz, ey. Das geht so nicht weiter. So, ihn wieder herstellen. Gruppenheilung ist an so einer Situation einfach nur fantastisch, sage ich euch. Viel zu knapp, das ganze Spielchen hier. So, der muss weg. Der war jetzt wieder dran. Oh Mann, lass das doch, ey. Immer auf ihn. Was machen wir hier? Naja, verkacken. Verkacken ist das neue Spielchen, das hier gerade im Spiel. Ach, jawohl. Kritisch, getroffen und vorgezogen. Ich kenne deine Schwachstelle. Ja, er leider aber auch unsere. Es ist unser Körper. Und unser Geist. Also genau genommen sind wir ziemlich anfällig für alles. Wir haben, glaube ich, den Buff gerade eben gar nicht mehr. Zack. Ja, wir können ihn jetzt natürlich nicht bluten lassen, aber wir können ihn töten. Nein, können wir nicht, weil wir zu dumm sind zu treffen. Oh, das ist ganz schlecht. Oh. Eieieiei. Ah, teuflische Macht. Er hat ihn zurückgeschlagen und betäubt. Nicht gut. Nichts kann mich aufhalten. Er heilt sich wieder selber. Ich mag ihn wirklich. Er ist cool. Er ist eine coole Sau. Definitiv. Wie machen wir das jetzt? Wieder ein bisschen Waffen. Gut, er ist wieder da. Hier wird es wieder gefährlich. Oh, er hat noch einen Lebenspunkt. Nein! Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Ich habe keine Ahnung, warum sie jetzt gerade eben nicht gestorben ist. Ich dachte eigentlich, sie müsste tot sein. Jetzt lass ich vorziehen. Ey, dieses Widersetzen geht mir so auf den Keks. Dieses Bewegen, 25% Chance, ne? Ist klar, dass uns das die ganze Zeit trifft. So, immerhin Schaden gemacht. Na, jetzt... Oh, schon wieder, ey. Au, wieder Schwelle des Todes. Wir müssen langsam aber sicher Nägel mit Köpfen machen. So, der muss weg. Der kommt nämlich die ganze Zeit nach hinten. Dinge, die nicht sein müssen. Dinge, die definitiv nicht sein müssen. Ah, ha, 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 ha. Wieder betäubt. Der bringt unsere gesamte Schlachtordnung total durcheinander. Oh, er heilt sich wieder selbst. Nichts kann mich aufhalten. Nee, das kommt verdammt oft. Der ist super heroisch, der Typ drauf. Den finde ich richtig gut. Ich kann es nur immer wieder betonen. Den finde ich gut. So, tauschen an der Stelle. Hi. Ja, wen heilst du denn? Das ist gerade eben so... Moah. Einfach irgendjemanden. Ja, ja, hätte ich vielleicht besser ihn geheilt. Aber er hat immer noch einen Lebenspunkt. Hey, ein Lebenspunkt ist mehr als keiner. Aua. Sehr gut. Du gehst jetzt noch weiter nach hinten, dass die Schlachtordnung sich einigermaßen wieder hinstellt. Eigentlich wollte ich das gar nicht. Da bin ich sehr, sehr fragwürdig.
Oh, oh, oh. Ah, noch 6 Lebenspunkte. Es trifft immer nur ihn, dieses Zurückschlagen. Komm, erleuchten! Und vorbei. Bisschen Licht noch dazu gewonnen. Oh, Fressalien. Quest abgeschlossen. Wow. Moment, wir setzen noch mal ganz, ganz kurz das Abenteuer fort. Vor allem, weil es jetzt nur noch... Oh, wir bekommen jetzt gerade eben einiges angezeigt. Es sind keine Kämpfe mehr in Aussicht, außer vielleicht in diesem Raum. Und ganz im Ernst, ich möchte jetzt mal euch hier das hier zeigen. Das Lagern. Die Vorteile des Lagerns. Ja, das Lagern besteht aus zwei Phasen, der Mahlzeitphase und der Fähigkeitsphase. Während der Mahlzeitphase kannst du wählen, wie viel deine Helden essen, was festlegt, wie gut sie sich erholen. Sorge dafür, dass du stets genügend Nahrung dabei hast. In der Fähigkeitsphase kannst du Rastpunkte für verschiedene Heldenfähigkeiten ausgeben, die ihre Genesung vorantreiben. Ja, ich würde einfach mal sagen, wir haben leider nicht genügend, um 8 zu machen. Das heißt, wir machen... Ja, das wäre natürlich schon geil, wenn wir jetzt hier die 8 noch hätten. Wir gehen jetzt hier auf, ja, auf eine volle Mahlzeit. Bekommen wir sie alle ein paar Lebenspunkte. Erholung! Wir können jetzt gucken, was ihr einzeln machen könnt. Zum Beispiel fangen wir mal bei ihm hier links an. Er kann Wundversorgung machen. Zeit kosten 2. Wir haben 12 von diesen Einheiten, also es würde 2 von diesen 12 kosten. Kann 15% Heilung bewirken. Bluten des Ziels wird entfernt. Vergiftung des Ziels wird entfernt. Oder er könnte die Zeit zurückdrehen. Zeit kosten 3. Ein Gefährte. Stress wird um 30% gelindert. Wenn gequält, Stress wird um 15% gelindert. Also wenn er schon quasi hier voll wäre, und dann wäre es halt nur noch halb so wirksam. Dann Auge des Tigers. Zeit kosten 3, ein Gefährte, plus 10%, plus 10 Präzision und plus 5% Crit. Für 4 Kämpfe. Dann haben wir ihn hier, den Waffenknecht. Er hat Ermutigen, ein Gefährte, wird 15 der Stress gelindert. Dann haben wir Ausrüstung fliegen. Nur er selbst bekommt 10% also Ausweichen, Abwehren oder wie auch immer, plus 15% Schaden. Und Anweisung, ein Gefährte, plus 5 Ausweichen und plus 3 Geschwindigkeit. Unsere Vestalin kann stärkende Worte sprechen. Zeitkosten 2, ein Gefährte, minus 15 Stressschaden. Also ist eher so vorbeugend. Sie kann singen auf einen Gefährten. Komischerweise nur auf einen Gefährten und nicht auf alle. Wenn gläubig, minus 20% Stressschaden für 4 Kämpfe. Wenn nicht gläubig, minus 10% Stressschaden. Wenn gläubig, Stress wird um 50 gelindert. Wenn nicht gläubig, um 5. Dann hat sie noch Zuflucht, nur für sich selbst. Wenn gläubig, verhindert nächtliche Hinterhalte für alle Gefährten. Wenn leidet an Sterblichkeitsschwächung, Heilung um 50%. Wenn leidet an Sterblichkeitsschwächung, Stress wird um 25% gemindert. Die Frage ist, bist du gläubig? Wie bekomme ich das jetzt raus? Rückzieher, unvorbereitet, Ruinentaktiker. Es steht jetzt nicht dran, dass sie gläubig wäre. Also gehe ich mal davon aus, dass sie es nicht ist. Und er kann auch noch Wunden versorgen. So wie Spurensuche, nur selbst minus 15% Chance, dass die Gruppe überrascht wird. Für 15 Kämpfe. Plus 10% Chance, Monster zu überraschen. Für 4 weitere Kämpfe. So wie Ausspähen, nur für sich selbst. Plus 35% Chance auf Erkunden. Wir machen auf jeden Fall jetzt als allererstes jetzt mal hier die Heilung. Und zwar auf ihn. So, und er darf definitiv auch heilen. Ihn. So, weil bei denen bringt es am allermeisten. Dann mal gucken, was kannst du sonst noch zu? Die Zeit zurückdrehen, Auge des Tigers, finde ich momentan gerade eben alles nicht ganz so sinnvoll. Wobei, gucken wir mal, was er noch machen kann. Stress mindern. Bei ihm vielleicht. Zur Linie, zur Linie! dann hat er noch die Anweisung. Seine Ausrüstung könnt ihr pflegen. Was kannst du noch machen? Wenn gläubig. Was passiert, wenn sie nicht gläubig ist? Das ist jetzt gerade eben so die Frage. Spurensuche. Es ist komisch, dass der nicht irgendwie einen Gesang machen kann. Aber solche Fähigkeiten können wir natürlich auch noch lernen. Zeit zurückdrehen. Stress wird um 30 gelindert. Warum eigentlich nicht?
Das lohnt sich auf jeden Fall. Stolz ist wie ein Messer, kann tiefe Wunden schneiden. Wörter sind wie Waffen, sie lassen Feinde leiden. Hm, ja. So, jetzt haben wir noch 3 Punkte. Die können leider nicht parallel arbeiten. Wir können nochmal hier versuchen, den Stress zu lindern. Wäre vielleicht ein Plan bei ihm. Und damit hat er auch noch einen Buff bekommen. Wir haben keine Fähigkeiten mehr, die noch irgendetwas bewirken können. Und wir müssen jetzt ruhen. Wir können tatsächlich überfallen werden, Leute. Aber ob das passiert, erfahren wir in der nächsten Folge von der, ja, Darkest Dungeon. Bis dann, liebe Leute. Tschüss und Ade.